Während draußen das Aufräumkommando vorbeifährt, sich durch Müllberge meandert, geht's jetzt hier weiter mit Lämpchen. Ich brauche Glas. Das hilft alles nichts. Das letzte Glas habe ich. Glas Slabs, die kann ich wieder zu einem Klotz zusammensetzen. Ja. Wir müssen noch ein bisschen. Glas machen. Ah ja, kann ich auch gleich auf dem Rückweg nochmal mitnehmen. Sind ewig. Da sollte ich hier nochmal lagern als Muster. Der Golem kommen, um sie mal einzusacken. Als wenn man Maschinerie zum Stillstand gekommen wäre aufgrund von Strommangel. Ja, erstmal ins Bettchen legen. Ja, die Karte für den Valentinstag, ja, hat nicht unbedingt was nur mit Solo zu tun, also Han Solo, sondern auch der Ausspruch gegenüber Prinzessin Leia, ich weiß. Ich glaube, irgendwann sagte sie mal zu ihm, dass Harrison Ford übrigens selber kreiert diesen Pfad, weil die absolut nicht mit diesem, der sollte erst sagen, wo sie sagt, ich liebe dich, da sollte er erst sagen, ja, ich liebe dich auch, und dann passt du so gar nicht zu Han Solo, und haben sie gesagt, nee. Ja, dann komm du doch mit was halt zu Han Solo passt zutage, und er tat es halt. Ja. Ja, passt ja auch. Ja. I know. Ja. Für so eine schäbige Holztür direkt viel schicker. Ja. Wieder nur ein Stick. Es ist immer noch viel zu wenig, aber ja gut. Machen wir erstmal weiter. Millionchen? Da. Noch mehr Diamanten. Yeah. Machen wir das mit dem restlichen Schnee einfach auch nochmal. Guck mal. Guck mal, 8, 64. Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, mal meine Lampenfabrik anzuschmeißen. So wie ich das sehe. Mit vielleicht
noch anderthalb, zwei Sticks. Müsste das fertig sein. So ein bisschen 70er-Jahres-Teil, ne? Weil dann wäre die Deckenverkleidung nicht mehr weiß, sondern nikotingelb. Ups, da war schon Ende. Wir könnten ja draußen noch ein bisschen Schnee schütten gehen. Das trifft sich ja hervorragend. So gefällt mir das. Könnte noch ein bisschen Schnee schippen gehen. Jo, Level 40 in einer Stunde. Ja, davon abgesehen, dass wir wirklich fast gar keinen Platz mehr im Inventar haben. Gut. Plup. Hallo Nonsmith. Hi, Zoggy. Nein. Wenn schon, dann bitte. Ja, so einen ganzen Block. Block. 50 Pfennig. Eigentlich mal eine Fackel vonnöten. Oh, wäre doch gelacht, wenn wir da nicht den ganzen Stack raus zusammenkriegen würden. Vierzig.
40. Könnte klappen, könnte klappen. So. Ein Stack. Kriegen wir es hin? Nee, natürlich nicht. Mensch, B1. Das war eben ganz merkwürdig zusammenklamüsern hier. Hat aber funktioniert. Hatte ich mein Platzproblem eigentlich schon angesprochen? Trotz 4 Rucksäcken. Könnte vielleicht sogar noch Muster in den Teppich machen. Fehlt nur noch so ein Party-Roboter. Ich letztens eine sehr lustigen Vice-Beitrag zugesehen, wo dann so ein Typ in den 80er Jahren so einen ferngesteuerten Roboter für Partys angeboten hat, der dann eine Zeit lang da der heißeste Scheiß war. Auf extrem freakigen Partys in extrem freakigen Umgebungen. Für unfassbar reiche Menschen. Hilft alles nichts. Ich brauche mehr invertierte Lampen für die Decke. Gucken, wie sieht's aus mit Viechern? Keine Viecher. Könnt ja vielleicht noch so eine Art Läufer hier vorbauen. Ich habe mal eine zweite Kohlenkiste angelegt, Mario, ne? Die sind okay. Schon ziemlich voll mittlerweile.
Platz mehr. Müssen wir mal ein wenig umdisponieren. So, die da rein. Holz. Sprossut. Snowcover Strip, kann ich vielleicht noch so eine Bordüre machen? Steaks and ich müsste mal gucken, inwieweit unten die Maschinerie vorbereitet ist. Maschinen. Da hüpft schon wieder der Golem rum. So, der Rote. Wo ist der Rote? Farbstoff. Nix. Großes Nix. Da ist auch nix drin. Glowstone. Gut, das ist voll. Glas ist voll. Farbstoff. Das muss ja dann eigentlich auch... Warte mal. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Du kommst irgendwie nur noch abgehackt an. Ich murmel vielleicht auch so ein bisschen in mich hinein. Na, möglich. So, was hast du für eine Aufgabe? Glowstone. Und dann bist du der... Nein, du bist der mit den Stöcken. Wie sieht das eigentlich aus? Keine mehr vorhanden. Diamanten von oben runterholen. Vier. Machen wir mal so. So, er sprintet jetzt los und füllt die Kiste auf. Das ist sehr lieb von ihm. Der muss dann hier reingehen. Das machen wir dann nicht mit weißem Humor, sondern mit rotem. Das wird da gleich eh rausplöppen, dass da kein Platz zugewiesen hat. Da wünschte ich mir dann doch ein bisschen Beschleunigerspuren. So, mach du das mal voll. Ich gehe in der Zwischenzeit nach oben. Werde auch mal ein paar Diamanten holen. Vielleicht sind ja sogar
inzwischen wieder ein paar Blöcke nachgekommen hier. Tatsächlich. Nehmen wir mal 4 mit. Das wird eindeutig besser funktionieren und schneller gehen. Mal eben AFK. Okay. Komm, dann bräuchte ich noch einen 5. Brauche ich gar nicht. Macht er ja. Von alleine. Das ist auch voll. Redstone könnten wir dann eigentlich mal ansetzen. Wie es der nämlich da ist, wo er hin soll. Ich hätte schon mal gerne eine gewisse Zeit. Das wäre auch nicht die schlechteste Idee. Nur wie fleißig die Jungs sind. Ist das hier doch mal. Ach so, da habe ich das gefärbte. Den Farbstoff für das gefärbte Glas hergestellt. Hier am Ende. Gefärbte Glas raus. Oh, und da brauche ich sogar noch einen von, fällt mir gerade ein, denn ich hatte ja vorhin einen Block leider zerstört. So, Farbstoff der beide. Herrlich mit anzusehen, wie fleißig diese Jungs sind. Ja. Drei. Quatsch. Ach ja, mein Höschen. Noch mein Höschen aufladen. Das sollte erstmal reichen. Tada!
kommt da die erste rote invertierte Lampe raus. Nachgeholfen. Läuft. Kann man sich auch prima daneben stellen und mal nichts tun und einfach der Maschinerie beim Arbeiten zusehen. Aber ich werde jetzt erstmal mein Höschen aufladen. Dazu kann ich ja hier die ganze Sache mal... Oh Gott, Electric Jetpack, ja. Da auch einer. Da muss ich erstmal mein Höschen ausnehmen. Mach voll. Werden es wohl leer schnorcheln, habe ich den Eindruck. Fehlen noch, aber oh, es muss Nacht sein. Die Solarzellen arbeiten nicht. So, uns mal hinlegen. Den Luxus können wir uns dann ja hier mal gönnen. Leckeren Eigenurin mit Kohlensäure versehen. Ah, lecker. So, mal gucken, ob da überhaupt eine rote Lampe auch im Filter drin ist. Nicht, dass die hier... Ist nämlich keine... Stackweise die Dinger umrotieren. Kein Glas mehr. Sollte ich vielleicht mal welches reproduzieren gehen. Und... Flupp. War nur ein Ei. Ja, wahrscheinlich sind die anderen despawned. Das kann sein. Reichlich Glas. Tja, es ist jetzt natürlich ist ein bisschen mit Wartezeit verbunden. Aber ich werde sowieso gleich mal runter müssen, um zu gucken, ob die Maschinerie dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
weil oftmals flippt's auch einfach aus. Bis dahin. Die packen wir mal da rein. Können wir ja eigentlich sogar noch gut gebrauchen. Ich hätte sogar noch eine Strecke. Ich weiß gar nicht, welche das dann war. Die rote oder die gelbe Blume? Bild. Ein Gemälde. Müsste man sich ja eigentlich auch reproduzieren lassen können. Kein Glas schnell genug nach. Abhilfe schaffen. Hier fliegen nämlich auch schon die Redstone-Fackeln raus. Da sind noch mehr. Obwohl, da waren noch Glasscheiben drin, ne? Das ist der Nachteil an der Maschinerie, dass da nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Keine Fackel nach. Saluma ohne Ende. Nachkippen oder vielmehr Farbstoff. Ja, jetzt läuft's einigermaßen. Das dauert.
Da hatten wir wohl ein paar Rückläufer. Rennt. Hat schon fast den nächsten Block fertig. Der eine war noch nicht ganz in der Kiste. Da ist der nächste schon fast fertig. Ah. Mach mir mehr Scheiben. Letzten Mal hatte ich wenigstens da vorne auch noch Golems, die dann hier den ganzen Kladderadatsch wieder eingesammelt haben, der hier so rausfliegt. War hier nicht noch was drin? Jo. So langsam müsste es eigentlich auch ausreichend sein. Ne? Das werden wir noch brauchen. Können wir ja noch mal rennen lassen. Scheiße. Wir brauchen das nicht weiter rennen lassen. Habe ich gerade beschlossen. Hast du einen Kram gefunden? Kram gefunden? Jo. Ah, ist gut. Nein, ich muss auch mal in die Spülmaschine kommen, genau. Fuck. Aber ich hab bei eben da im Strengsten gepackt. Ja, dann mal die Quarry aufbauen. Können wir machen. Das Gerät aus der Fuge.
Ja. Ja, schick. Oh, da kommen immer noch welche. Eieiei. Kühlschrank habe ich auch schon gefüllt. Schön. Ja, wir haben so einen gewissen Stillstand erreicht, würde ich mal sagen. Dann tue ich den Farbstoff hier noch rein. Ja, Kohle ist schon so einiges. Mhm. Ja. Knapp anderthalb Kisten. Volle Erwartung, wie viel da jetzt oben letztendlich ankommt. Ich muss doch glatt nochmal hier in den Schrank schauen. Vier. War da nicht noch. Nee. Ich habe schon ein paar Redstone-Fackeln gemacht, die anderen Fackeln habe ich schon rausgeholt. Soll ich noch irgendwas mitnehmen? Ja, ich weiß nicht, wie viel wir von den Tubes brauchen. Ich habe erstmal 8 Stück. Ja. Das hat gut funktioniert. Zur Not kannst du mal probieren, ob du die manipulieren kannst. Guck ich mal. Milch. Ah, aber ist schon cool, dass man den Turmholzbretter in den Manipulator schmeißen kann. Ja, das stimmt. Spart man sich so einige Zeit und Äxte mit. Ja. Geht nicht. Obwohl, nicht genug Energie, das Diamanten, oh. Ne? Ja. Ah, weil das Diamanten sind. Deswegen. Soll ich mal ein paar holen? Ja. Ob wir jetzt so Diamanten verbauen oder das in den Manipulator stecken? Bleibt ja im Endeffekt dann auch Pott gedeckelt. Ja, ich hol noch mal so, weiß ich. Was soll ich mal holen? 20 Stück? Ja, also ich habe jetzt 6 Stück reingeschmissen, jetzt habe ich 24 von den Dingern. Brauchen wir denn noch mehr? Cool, nochmal 6. Mit den Fläschchen? Ja, mach mal. Würde wohl erstmal reichen. Wir haben jetzt ein Stack und noch 50 über. Also 114. Ja, plus die 6, ja, die ich jetzt noch. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen Strip-Mine gehen. Ja, ich hab, wenn du Warp D1 eingibst, stehst du genau vor der nächsten Bahn zum Strip-Mine. Sind nie Viecher da, wenn man die braucht. So. Au. Energie. Aber ich schmeiß die jetzt noch mal rein. Ich möchte den Stream auch mal reinschmeißen. Ja, kannst du machen. So, 48 Stück, das sollte mal reichen, oder? 49. Ja. Nimmst du die mit? Ja. Haben wir die Motoren denn? Ja, die habe ich schon. Okay. Alles schon eingepackt. Gut. Am liebsten hätte ich natürlich einen Apfelkuchen. Wolltest du mal eben warten, bis dein Werkzeug fertig ist, oder was? Wäre gut, ja. Wenn mein Kugel weiter ist. Ja, dauert wahrscheinlich. Obwohl, wenn die enchanted sind, dann dauert es richtig lang. Ich habe, wie gesagt, vorhin eine halbe Stunde gewartet auf die Spitzhacke. Ja, die sind nicht entspannt. Ich hab nur eine Diamantschaufel und eine Diamantaxt da drin. Ja, kannst du auch gut entspannen. Vor allem eine Schaufel mit Glück. Na, hab ich auch noch mal. Fröhlichen Kühen. Ja, ich hab Level 40 gerade. Ich sollte eigentlich mal wieder was entspannen.
Ich glaube, ich guck mal eben, weil ich so. Vielleicht meine Rüstung mal langsam entschaden. Fangen wir mit dem Brustpanzer an. Explosionsschutz, Feuerschutz. Aha. Schutz. Ist ja auch und schusssicher. Dornen? Was sind denn Dornen? Haltbarkeit. Mhm. Ja, ich habe leider nur 15 Punkte, also von daher. Immerhin, einen Kuchen. Arnie wird seine Muskeln ausgepackt. Ja, Feuerschutz 5. Ne, 4. Sehr schön. Und Haltbarkeit 3. Jetzt habe ich noch ein bisschen über. Dornen oder feurige Aura? Chill-Aura. Was ist das denn alles? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Dornen sind. Ah, erstmal Feuerschutz 2. Haltbarkeit 3. Feurige Aura. Probieren wir mal aus. Ah, das geht nur 1. Und Chill Aura war ich auch mal. Versorgungskosten 29. Dornen mache ich dann auch nochmal. Ein Level. Ist ja schon was angekommen? Jawohl. Schon über 1 Tick. Schon über 2 Stacks. Das ist ja hervorragend. Boah, krass. Ja, enchanten. Noch ein Stack. Ja, wenn wir sehen. Haltbarkeit 3, feurige Aura 1, Feuerschutz 2, Dornen 2. Brustpanzer. Ja, ist doch schon mal was. Auf jeden Fall. Was sagtest du? Ich konnte dich nicht hören, die Waschmaschine ist so laut. Auf jeden Fall! Das kann schon was, ja. So, was kriegt ihr denn da durch extra? Jetzt gucken wir mal, aber im Grunde müsste hier auf der Nord-Süd-Achse sein, wo noch die Röslein fehlen. Oh ne, hier fehlen noch gelbe. Hier kann man nichts pflanzen. Gleich fertig. So, das sind meine Schokobos in der Pyramide. Dachte schon. Wo sind die Viecher jetzt? Ist doch auch mal ganz nett, ein kleiner Spaziergang durch die eigenen Parkanlagen. Mmh, heute gibt's lecker Fugo, Kugelfisch. Ja, aber noch nicht jeden Tag. Den kann man dann da wirklich essen. Ja. Dann kann man kugeln. Okay. Ja, ist natürlich verlockend, ne? Falls hier mal irgendwie besetzt ist, Mario, der Dishwasher, dann kannst du eben in der Fischerhütte gibt's auch noch einen. Der ist auch Kohle, alles drin. Das ist gut. Ja. Gleich fertig.
nehmen. Ja, ist gut. Ich gehe nochmal eben schnell bei Happy Fish rein. Bei Happy Fish. Ich pack da mal eben den Kugelfisch weg. Ja, hier fehlt im Grunde noch alles. Sich dann auch noch mal weiter fortführen. Trotz Lampen immer noch total dunkel darunter. Brauchen wir sonst noch was, Mario? Soll ich nochmal Kohle mitnehmen für die Stirling-Motoren? Ja, kannst du schon mal so ein paar Sätze mitnehmen. Ja. Für die Super Quarry. Was denn? Gas hier. Für die Super Quarry. Ja, ja, ob die Super Quarry ist... Plus, ne? Da was anderes? Naja, 256 mal 256 baut die ab. Boah, das ist eine ganze Sim in Second Life. Fett. Das wird schon ein guter Krater werden. Ja. So, dann nehmen wir mal... Tada! Ja, wie viel Stacks soll ich denn mitnehmen? 10 Stück oder was? Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, sonst noch was? Bin gerade im Lager. Na, ich glaube erstmal nicht. Okay. Müssen wir die invertierten weißen Lampen Decke zumachen. Guck, guck. Los, fertig. Fertig? Ja, fertig. Endlich. Etwas über einen Stack war das jetzt. Wieder total übertrieben. Du zuerst. Gebaut. Sag mir, wenn du drüben angekommen bist. Was soll's. Eile. Ja, bin drüben. Okay. Cover. Kommt ja, ist er ja schon. Yep. Ja, wo bauen wir das Ding denn mal hin? Welche Richtung? Da so? Ja, würde ich sagen, da wo wir am wenigsten Bäume fällen müssen. Müssen wir die Bäume ja wegmachen? Wäre auch sinnvoll, ja. Boah, aber meinst du? Kann man ja umwandeln in Kohle, kann man doch in diese Dings schmeißen. Ja, genau. Ganz gute Idee. Setze ich hier mal so ein Fäckelchen. Nein! Fange ich schon mal an, die Bäume zu fällen. Oh, hoffentlich geht meine Axt dabei nicht drauf. Du Scheiß. Wo ist da denn das Ende? Oh Mann, ich lauf schon mal, oder? Ja. Ich kann ja auch mal eine Fackel geben, jetzt was in andere Richtung immer laufen. Warte mal, sammel das jetzt erstmal hier ein. Fackel, wo ist sie da? Die Redstone-Fackel meinst du, oder die andere? Ja, alle beide. Ich muss erst die eine setzen, dann die Redstone-Fackel daneben. Okay. Dann stell du dich mal auf den Punkt, wo muss ich die denn setzen? Zack. Ja, am Ende von dem Strich. Welchen Strich? Das ist auch ein Strich, weil der erzeugt hat. Nö. Ja, wie nee. Das ist leider ja, wirklich nur so schemenhaftes Licht, was da imitiert wird. Wie kein. Das ist doch ein dicker schwarzer Streifen. Und ein blauer. Seh nix, ich seh den nicht. So Shader an? Nein. Sagt eine Musikbox oder so, fehlt hier noch. Jetzt seh komm mal den hier, setz du mal hier eine Fackel hin. Ich seh den jetzt. Jukebox. Jetzt poppt er gerade auf, als du da ankamst. So, und jetzt? Wo muss ich hingehen? Jetzt hier mal eine Redstone-Fackel hin.
Egal wo. Daneben hier, da. So? Siehst du jetzt was? Ja, ich hab doch gerade gesagt, ich seh's. Ist doch gerade aufgepoppt, als du hier hingelaufen bist. Ja, jetzt ist es weg. Birke. So. Jo, jetzt steht da. Redstone-Fackel. Jetzt habe ich keine mehr. Bitteschön. So, jetzt muss ich wohin? Ja, zum Ende von dem Streifen. In allen Richtungen. Ja. Ich sehe das Ding noch nicht, muss wahrscheinlich eben warten. Mhm. Ja, das kann sein, aber bei mir nämlich gerade auch, als du nämlich da hinliest, zu dem Marker, poppte das auf einmal auf. Ich bin so vollgepackt, vollgepackt, vollgepackt. Ja, das ist eine gute Länge. Mein lieber Schwan. Jetzt sag nicht, der ist. Ja. Ah, kann sein, dass der ein bisschen rumbuddeln muss. Ja, kann sein. Dass er im Boden verschwindet. Flur würde ich sagen, machen wir dann nur 3 Meter hoch. Nee. Da sind ein paar Meter, wa? Ja, ich bin ja normalerweise in ein Loch gefallen. Muss ich erstmal wieder sehen, dass ich mich da rauswurschtel. Voll. Ja, doch. Ja, 250 Meter, das ist schon eine Ecke. Müsste ich eigentlich das Tor zurückholen. Mal genauso wie auch im Eisstadion. Mal so ein Dreierabstand. Wo steckt das Peterchen denn? Ich hab keine Ahnung. Rein. Habe ich auch nicht mehr dabei. Ach je. Quatsch. Alter Falter. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ist ja auch irgendwo das Ende? Wo ich schon mal hier bin, nehme ich mir direkt noch mal ein paar Melonen mit. Da wollte ich eigentlich hin. Ist da irgendwo was rausgeplöppt? Ich hoffe nicht. Später. Naja, für Ruhe sorgen. Ah, ich glaube, ich bin am Ende angekommen. Ja. Jetzt stelle ich die Fackel dahinter am Ende, oder was? Oder auf dem Block. Ja, genau, auf dem letzten Block. Sehr schön, dein Schloss. Wahnsinn. Ja, danke schön für das Kompliment. Und die Redstone-Fackel dahinter, ne? Ich fasse es jetzt auch mal ironiefrei auf. Und ja, okay. Man bemüht sich. Es wächst und gedeiht. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Streams heute Abend. Dass es eben noch weiter wächst und mal vorankommt.
ich dann halt noch so ein paar Räumchen da reinbauen kann, soll, will, muss. Oh oh. Ich glaube, ich bin geflogen. Ja. Nur mein Inventar steht mir selber im Weg. Warum bin ich geflogen? Vor. Viele Rinder heute haben wir gar nicht. Oh, lohnt sich dann wenigstens. Bücherregale, ja, wollte ich ja auch noch machen. Bücherei bauen. Diesen überhängenden Teil des Schlösschens. Damit könnte ich schön die Rückseite von dem dreieckigen Lapisdach machen. Du streamst jetzt schon 7 Stunden. Jo, in der Tat. Ich habe immer noch Platzprobleme. Na gut, wenn man 7 Stunden Platzprobleme. Kühlschrank mit sich rumträgt, dann bleibt das ja auch nicht aus. Ganzen Kühlschrank. Und ist nichts drin. Marvel. Da ist noch ein bisschen Platz. Ich bin gleich wieder da, Mario. Ich bin irgendwie geflogen, vom Desktop gekickt worden. Mitnehmen. Sollte ich mir mal Gedanken machen über einen schnieken Fußboden. Weiß nicht, ob ich dazu auf das Mosaik dann wieder nehmen soll. Oder irgendwelche anderen. Ich habe ja noch ein paar zur Auswahl. Vielleicht auch sogar mit Nagastone ausgekleidet. User joined your channel. Ach, da ist er ja. Hallo. 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 Bei mir ist irgendwie alles schwarz. Du musst dir die Augen aufmachen. Alles schwarz? Teufel ist das. Ich kann nicht folgen. Fußleiste, ja doch, sollte ich machen. Ja. Ich muss mich dahin warpen. Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder in Nordhaugen rausgekommen. Ich komme mal wieder zurück, ich habe eh keinen Marker mehr. Ja, ich bin hier gerade unterm Tunnel am Graben. Mhm. Das Ende zu finden. Mist. Vielleicht ein Block oder zwei Erde hätte ich noch mitnehmen sollen. Ohne zwei Erde.
Bauen gerade die neue Quarry auf, Peter. Quarry? Ja, eine super Quarry mit 250 Quadratmeter. Oh mein Gott. Ja. Nicht kleckern, klotzen. Kohle betrieben, das Ganze. Okay. Ja, weil es Stirling-Motoren. Wenn, dann muss es schon ordentlich die Umwelt verpesten. Ist doch klar. Also die Frage, ob ich dann hier hingehe und hier dann auch wieder eine Tür einsetze. Um hier dann in ein weiteres Zimmer zu kommen. Nee. Wenn dann höchstens von der anderen Seite. Piet, hattest du eigentlich mal durchgezählt, wie viele IDs das bisher sind? So über den Daumen? Genug. Ja. Um die 6.000-7.000 müssten das sein. Nicht insgesamt. In der Liste, die wir gestern angelegt haben. 5. Naja, es werden schon ein paar mehr gewesen sein, denke ich. Let me have a look. Die Bäume baut er auch ab, oder, Mario? 1, 2, 3. Die baut er auch automatisch ab, ja, zu einer bestimmten Höhe. Ja, okay. So, so. Wo war denn jetzt der Start? Da hinten hier in die Richtung. Gehen wir da mal wieder hin zurück. Aber da müssen wir die ganze Maschinerie aufbauen. Ja. Haben wir denn schon 346. Also, ja. Also, gute 128 von jeder Seite, könnte man sagen. Oh, toll. Gehen wir denn ums Eck hier? Ich springe genau in das Loch rein. Sollen wir da einfach mal einen hinmachen? Passen wird's. Warum ist das denn eine Sackgasse? Warum sind wir unter der Erde? Ich dachte, der Start wäre überirdisch gewesen. Der war er ja auch, aber dann ist das wohl nicht der Startpunkt hier. Ist das der Punkt, den ich gerade gesetzt habe? Warum liegt hier überall Stroh rum? Wo hast du eine Maske auf? In welche Richtung müssen wir dann jetzt? Ja, Stroh rum. Ja. Mist. Ich glaub in die Richtung. Oder hast du das hier gegraben? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kann ja nicht so schwer sein. Nein!
So, dann muss das ja quasi. Ja, toll. Was ist das hier? Ja, dann müssen wir da hinten, wo wir gerade rausgekommen sind, müssen wir dann nach rechts. Sicher? Ja, weil ich bin durch ein Lagergebiet gelaufen. Ach so, okay. Na dann. Das so richtig ist. Das richtig ist, werdet ihr sehen, wenn das Licht angeht. So ungefähr. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr richtig steht, das werdet ihr wissen, wenn das Licht angeht oder irgendwie sowas. Ja, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wenn bei Onkel Michael das Licht angeht. Ente. Danke für den Follow Playto. Da haben wir noch Birkenholz. Säge platt geschraubt. Gesägt. Gedingst. Die macht nicht mehr lang. Cool. 1, 2, 3. Jetzt ist hier irgendwie irgendwas. Irgendwie stimmt's nicht mehr. Vielleicht hier noch einen einziehen, obwohl dann wären es nur zwei. Und da, dann wären es noch mehr. Machen wir das doch einfach. Ist da auch mal irgendwo Ende? Ende? Gar nichts mehr. 1, 2, 2, 4. Boah. Rum.
Was ist das denn? Voll die Höhle. Du Scheiße, ey. Was man sagt, ist mein Name. Hm? Oh, Andy. Oh, TwitchTuber 21. Das ja, ist da so eine Diesel-Höhle, glaube ich, wa? Würde ich mal sagen. Da bin ich schon besser beschimpft worden. So. Weißt du, Snowcover-Fliesen für den Fußboden. Und ansonsten für die Wand. Ach so, ich bin auch auf dem Desktop gelandet. Was könnten wir denn da mal einsetzen? Aus einem unersichtlichen Grund. Wolle? Weiß ich gar nicht. Gucken wir dann. Das sehen wir dann, ja. Gut, Was sind da, Zwerge oder was, Mario? Ja, das sind Zwerge. Die sind ja mal eben drauf. Die blauen Viecher im Twilight oder was meinst du? Nee, richtige Zwerge mit Zipfelmützen und so. Das ist schräg. Dann läuft hier die Wand lang. Die nennen sich Rotkäppchen. Ah, die machen die ganze Zeit. Das ist ein Spawner. Oh, ah. Krass. Kleine, zähe Viecher sind das. Können die viel ab, oder was? Nee, aber die können gut austeilen. Geht eigentlich. Mehr als ein Zombie. Doch genau. Von so einem großen Badezimmer kann ich nur träumen. Meins hat vielleicht 4. Und da steht noch eine Wanne drin. Natürlich die Sache mit den Wandfliesen. Ich könnte ja dann hier sogar noch über Eck weitergehen. Ist sogar möglich. Wo? Ist hier oder hier? Dann hier in der Ecke zum Beispiel die Schüssel hinbauen, hier die Wanne, Waschtisch, vielleicht noch ein paar Badmöbel. Ja, so eine richtige Badewanne. Ja, Sitzbadewanne? Nee, bei mir zu Hause ist es eine richtige Badewanne.
So 1,70 mal 70 würde ich sagen. Ich habe sie nie nachgemessen, aber vom Augenmaß her würde ich sagen, das kommt dem schon sehr nahe. Was ist denn Verwandlungspulver, Mario? So, jetzt zu den Twilight Forest. Was war? Verwandlungspulver. Zombies. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin ja noch in der Höhle, ich bin ja gerade ich auch. Zombies. Ich bin hier an der Wand und hier ist viel schlimmer, ist hier ist auch noch ein Werwolf. Marble wollte ich nicht unbedingt nehmen. Aber ich wollte schon irgendwas Steinmäßiges nehmen. Eine Idee. Muss ich doch glatt mal gucken, ob ich die so umsetzen kann. Das ist natürlich mal wieder totaler Wahnsinn und klumpt mein Inventar noch mehr voll, aber. So, schmeißen wir die mal raus. Hier die Coverstrips auch. In die Ecke. Ja, aber vielleicht für oben für die Decke. Ah, endlich raus, ey. Junge, Junge, Junge. Guck mal. Egal, werde ich dann da auch noch brauchen. Und was wir ja schon mal kraften können. Scheiße. Scheiße, kraften? Wer hat das gemacht? Ging das denn nochmal? Tada! Ah ja, genau, so muss man einmal anklicken. Hey. Eine Badewanne. So, hier ist aber nicht unser Start, oder? Nee, der müsste da sein. Der ist irgendwo da hinten. In der Richtung. Dann gehen wir mal dahin. Mit Obsidian und was könnten wir noch nehmen? Was Helles. Oder? Chunk O-Head. Okay. Oh, ist das weit. Ich hab schon Blasen an den Füßen, Mann. Das ist halt Brick. Zeit für einen Flugring. Der Obsidian ist irgendwie wertiger, würde ich sagen. Aber was nehmen wir dann als hellen Kontrast? Das ist der Start, genau. Marble? Der Marble Bricks? Ja, ich fürchte, ja, ein BD wird Start. Man nicht bauen können. Ich bin jetzt mal davor, gucken, was passiert. Sie ein Slap. Nehmen wir den mal mit. Ich will mich doch verarschen, oder? Runter in die Versuchsanstalt. Na, die Karte auch, als ich mit der Quarry rumgemacht habe oder den irgendwie was abgerissen habe. Ja, liegt da wahrscheinlich an der ganzen Berechnung oder so. Mal gucken, wie das dann aussehen würde. Ja, das ist schon eine ganz schöne Fläche, ein Lieber.
etwa. Wie ich sagen, kann man so machen. Könnte natürlich auch hingehen. Von Naturstein. Nee, irgendwie sagt mir das nicht so zu. Dann doch lieber den normalen Marbel. Noch eine Säge. Ich fürchte nicht. Ja, Eierdieb. Keramik, habe ich noch Keramik über? Ich fürchte nicht. So, da bin ich wieder. Wieder frisch gespawnt. BB. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Bäume platt, weil wir müssen die Maschinerie irgendwo aufbauen. Ceramic Panel. Scheiß dabei. Mal gucken. Wo war das denn? Fehlt da ein Knopf? Ja, ich glaube Metall fehlt da. Metal! Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Fast richtig. Zack, Toilette. Ja, Waschtischanlage muss noch mal warten. Da kommen wir dann später zu. Boah. Dann habe Brick Slab Corner. Brauchen wir dann nicht. Normalen Marble. Eisen habe ich. Vielleicht noch ein paar Stöcke machen.
Minuten. Reicht das? Am Platz? Jo. Ja, erstmal. Ich weiß ja nicht, wie groß das wird, das Ding. Obsidian. Was ist da auch noch ein paar von den Dinger, oder? Nee. Ich schließe mal die Dinger nochmal an. Kein Platz mehr. Ja. Kein Platz mehr. Gute Frage. Wo bleibt denn der Dicke? Ja, keine Ahnung. Wo ruft den nochmal an? Oder muss ich da noch diese. Die Holzdinger davor machen? Gib mir die auch. Mal gucken. Hölzerne Energieleitung oder so was? Oder. Möglich. Lassen wir noch hier, beziehungsweise hier die noch. Eine Leitung muss davor. Also müssen wir davon auch noch ein paar machen. Und dann muss der ganze Spaß in den. Hölzerne Energieleitung. Hölzernes Transportrohr und den Redstone. Gut. Das kann jetzt erstmal vor sich hinkochen. Dann können wir gleich eine Waschtischanlage machen. Können wir natürlich keinen Redstone mit, oder? Ins Bettchen. Scheiße. Nee. Und dann würde ich sagen, wäre es mal wieder Zeit für eine Pipi-Pause. Wieso kann ich nur nachts schlafen? Es ist doch Nacht. Leg dich hin da jetzt. Geht doch. Eiskalte Händchen habe ich. Könnte vielleicht mal aushand Fenster zu machen. Da müssen wir jetzt eben drauf warten und das könnt ihr dann im Splitscreen mit dieser wunderschönen Valentinskarte tun. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Bis gleich.